So, ein neues Outfit of the Week Video mal wieder. So, ich trage heute eine schwarze Traggings und so ein schwarzes T-Shirt, so ein, einfach so ein Basic T-Shirt mit einem V-Ausschnitt und einem Blazer darüber. Das ist so ein hellblau-weiß gestreifter Blazer, so Nadelstreifen. Den habe ich letztes Jahr bei H&M gekauft. Gibt es aber dieses Jahr wieder, habe ich gesehen. Also das ganze Outfit ist eigentlich von H&M. Das sind so Basics, kann man schön austauschen. Also austauschbar ist das. Ja, ich finde es immer ganz schick mit so einem Blazer. Ich bin, also das ist sowieso so mein Stil, einfach Blazer drauf und auf geht's. So kann man jedes Outfit nur ein bisschen schicker gestalten, auch wenn es so casual und, oder einfach ist, so wie dieses hier. Und ich mag halt ganz gern, wenn es schon so schick dann ist, es einfach zu kombinieren mit normalen Chucks, um es wieder ein bisschen runterzubringen und es ist nicht ganz zu schick. Ja, dazu trage ich ganz viel Schmuck. Ich liebe Schmuck und für mich kann es nie zu viel sein. Für den einen ist vielleicht zu viel, für mich ist es okay. Diesmal Silber, also einmal hier wieder die Tiffany's Kette, die 7, seht ihr? Dann so eine, so ein Medaillon mit so, also auch aus Silber mit hier so floralem Muster. Meine Uhr wieder. Und dann mag ich das ganz gern, wenn es hier nochmal so baumelt. Seht ihr, das ist nochmal hier in dem gleichen Muster, so wie die Uhr. So ein Herzarmband. Das ist von Tchibo. Hat, glaube ich, so um die 30 Euro gekostet. Und dann einen Ring von Pilgrim. Ja, mit hier so Glitzer und so einem schönen blauen Stein, finde ich, passt ganz gut zu dem Blazer. Ja, das ist das Outfit nochmal. Ich zeige es euch nochmal so. Eigentlich ganz schlicht, aber ich finde, wie gesagt, durch einen Blazer, mit einem Blazer kombiniert, sieht es doch etwas schicker aus. Und ja, das war's. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie immer, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.